Auf die Plätze. Ich hab schon. Okay, dann habe ich jetzt auch. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Boah, ist das eine geile Musik. Mein Geld. Let's Play mein Geld. Und wir kommen hier nicht weiter, wie man sieht. Aber man sieht ein Horn mit Gemüse. Das nennt sich bestimmt Gemüsehorn. Aha. Das ich übrigens noch nicht habe. Aber ich pack mich einfach mal nach oben, ne? Okay. Mach mal deinen neuen Zauber, den du erlernt hast. Ich weiß ja nicht, wie der geht. Du springst hoch und machst dann... Den habe ich doch auch schon. Wenn du so machst und dann so. Ja, habe ich auch schon das hier. Hast du gerade gesehen, was ich gemacht habe? Voll der coole Zauber. Kannst du hier denn was? Drück mal nach unten und mach einen Zauber. Hä? Geht das vielleicht? Nope. Nichts Neues. Hä? Ich glaube, ich habe versehentlich X gedrückt. Ich weiß nicht mal, wo X ist. Wie auch immer, wir können jetzt nach rechts gehen in den Sumpf. Sumpf. Ich habe mir übrigens eine neue Waffe geholt. Ey, hör's mal auf. Voll asozial. Also von mir aus kann er weitermachen, das sah witzig aus. Die Musik hört sich ein bisschen nach 4 an. Mhm. Aber nur ein bisschen. Und dann hört's auch schon auf. Von Anhören danach. Jetzt hört sich's komischerweise nicht mehr so an. Ich finde die Musik hört sich musikalisch an. Musikalisch. Mhm. Gräber. Ich glaube, hier bräuchte man eine Bombe, oder? Hast du denn noch welche? Nein. Habe ich denn noch welche? Ich glaube nicht. Ich habe keine gekauft. Alter, die machen 60 Schaden pro Schlag. Cool. Und können auch noch schießen, na klar. Ja, Minecraft. Hä? Was Minecraft? Nee, das wollte ich jetzt nur sagen, damit die Quote gesteigert wird. Ach so. Alles, was sie sagen, kann jetzt im Gericht gegen sie verwendet werden. Kann im Gericht vor und gegen sie verwendet werden, okay. Bevor sie verwendet werden. Ich sehe da gerade was zum Ausgraben. Hä? Oh, der Frosch. Cool. Kann ich den auch mal kurz bekommen? Ja, ich versuche gerade. So. Danke. Den hast du aber, glaube ich, schon automatisch, wenn ich den hole. Kann auch sein. Das ist ja das, Tier vom, Blacksmith. Ja. Irgendeine Ahnung, was das darstellen soll? Und jetzt kommen wir nicht mit einem Frosch mit Geweih. Das ist nicht, Will Smith, sondern Will Blacksmith. Oh! Da sieht's auch so aus, als wenn man da was kaputt schlagen könnte. Was ist das denn? Oh, da tritt ein Treffer. Nee. Ich hätte es mir trotzdem vorher mal geholt. Ja, im Nachhinein wäre es schlau gewesen. Boah. Da ist wohl jemand wütend. Und da ist jemand noch wütender. Ich glaube, die sind nur fett. Okay, fettleibige Typen immer. Ey, lass mich los. Au. So halten die mich jetzt immer schmeißen fest. Die uns zurück in den letzte Stage. Können die ja nicht. Apropos Stage. Mhm. Super Smash Bros. Brawl. Hab ich nie gespielt. Du bist tot. Ich bin tot. Wird geil, wenn's auf den 3DS kommt. Da hole ich's mir.
Ja, für ein 3DS hole ich es mir, glaube ich, auch. Rums. Ich habe dir 139 139 Leben gegeben, obwohl ich voll schlecht gedrückt habe. Ja. Entweder liegt es daran, dass du voll viel Leben hast. Ich habe voll viel Leben. Vergleichsweise zu Anfang. Ich bin übrigens schon wieder dort. Weil ich voll Skill habe. Und du bist voll schlecht. Sag das nicht so. Irgendwie war das jetzt nicht wirklich mehr. Ja, was kann ich dafür? Ich habe die ganze Zeit Mitte getroffen. Oh, was sind das denn für grüne Typen? Keine Ahnung. Das sind Smaragd-Ninjas. Ich hätte jetzt eher an Jade gedacht, aber Smaragd kann es auch sein. Ja, die haben Smaragde auf ihren Schwertern. Smaragd-Samurai. Und du wissen, dass es keine Jade ist. Weil Jade doch keine Edelsteine sind, oder? Jade ist, soweit ich weiß, Jade ein Halbedelstein. Jade ist doch Farbe, oder nicht? Nein, definitiv nicht. Jade ist ein Halbedelstein. Das bedeutet, es zählt jetzt nicht zur Gruppe der Edelsteine. Wie bin ich denn dahinter? Ist aber ein voller, also. Ich wette mit dir, dass Jade auch als Edel, also zumindest als Schmuckstein zählt. Ich hab da überhaupt keine Ähnlich Ahnung. Wie Perlmutt zum Beispiel. Ähnlich wie beispielsweise Perlmutt. Perlmutt. Oder Amethyst. Amethyst, nicht Amphist. Amethyst. Ja, oder Amethyst. Oder Autist. Sowas, was ich bin. Ich dachte, du hast Asperger. Asperger ist eine Form von Autismus. Ich weiß. Irgendwie habe ich voll den Krokodok-Ohrwurm. Hä? Warum bin ich jetzt noch wieder tot? Der Sanität wieder im Einsatz. Dieser Spiel mit dem Krokodil. Du bist der Krokodok. Oh, zwischen. Warum ist. Was? Was macht der Typ hier? Das weiß ich. Der hat sich, glaube ich, leicht in der Stage verirrt. Dieser Spiel mit dem Krokodil. Du bist der Krokodok. Krokodok. Das passt hier voll rein. Ja. So ungefähr. Kann das Viech jetzt mal sterben? Ja. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn da nur so schwache Gegner kommen. Ja, aber trotzdem. Sterben kannst trotzdem. Wer bist du denn? Ich bin dein Nachbar. Hau ab! Wieso? Weil er die Schultertaste nicht loslässt. Wieso? Stirb! Okay, dann hau ich halt ab. Gut. Du sollst aber sterben. Und so. Mhm. Ich wollte nur mal gerade was daraus machen, was du gesagt hast. Okay. Als eine sehr anschauliche Geschichte. Mhm. Wenn hier jetzt noch Dubstep drin ist, dann wäre die Musik perfekt. Okay. Können wir mal als Anforderung für Castle Crashers 2 machen? Falls es jemals kommt. Oh, die Schnecke, die habe ich noch nicht. Ach, lass mich doch die Schnecke holen. Dubstep-Musik und verschiedene Waffen. Ich sag mal, dass man halt nicht nur den Bogen als alternative Art von Waffen hat, sondern dass man auch wirklich mal... Naja, ich sag mal, dass man auch verschiedene Fernkampfwaffen hat und dann mit einem M60 hier durchlaufen kann und... Natürlich. In Magicka gab es auch ein M60. Das habe ich dann fürs Konterstreichmesser liegen gelassen. Fürs Streichmesser. Wie bitte? Für ein Messer. Ja, was denn? Das hat mir Speed gegeben. Ich war nur der Ninja mit, der ständig auf Hast war. Deswegen war ich so total langsam. Das hat dir Speed gegeben. Kauf doch bei dem nächsten Drogenkurier. Na, der verkauft nur Meth. Ach, für Mathe bist du dir also zu schade. Ja. Ich war auch nie gut in Mathe, aber ich will es trotzdem. Außerdem. Ich glaube, die Personen aus meinem Umfeld können dir schon bezeugen. Können dir bezeugen, dass ich, glaube ich, auf Speed. Also, ich war jetzt nie auf Speed, aber.
Ich reagiere auch schon auf Cola ziemlich interessant. Also auf Koffein im Allgemeinen. Bleib du mir bloß weg mit Zeugen. Hä? Ich find's cool, wie der Fall irgendwie im Takt der Musik stark geht. Was genau veranstaltest du da gerade? Ich wollte einen coolen Flashmob machen. Okay. Hey. Damn. Oh. Komisch, da haben es nicht alle durchgeschafft. Der Fett zum Beispiel. Den mussten wir unterwegs essen. Als Nahrung. Das war ein riesiges Kornfeld. Ist ja nicht so, als hätten wir das Korn essen können. Irgendwas nicht mit deinem. Ach, jetzt geht's wieder. Ich sag gar nichts. Ja, aber gerade hat irgendwas nicht mit deinem Mikrofon gestimmt. Ich verliere überhaupt kein Leben. Ich mach dem irgendwie sau viel Schaden mit diesem Blitz. 15 Schaden. Sau viel Schaden. Mhm. Hallo? Addier mal kurz. 15, 21, 20, 21, 15. 15, 15, 15, 15. 15. Sind bestimmt über 100. Das kriegst du, glaube ich, mit 3 Schlägen auch hin, oder? Ja. Mit 3 Schlägen von 21 Stärke krieg ich bestimmt über 100 her. Ja. Du bist echt gut in Mathe. Danke. Ich denk mal mit 5 Schlägen. Ich gehe von 6 aus. Ich finde die Idee mit dem Popcorn einfach nur cool. Jetzt muss ich irgendwie rechnen. Hä? Jetzt muss ich irgendwie rechnen. Warum? Weil du mich auf Gedanken gebracht hast. Hä? 20 plus 20 plus 20. Das ergibt schon 100, wenn du 20 mal 5 rechnest. Ja, 5 mal, 5 mal. Ja, ich sag's zum über 100, deswegen. Das ist ja schon über 100, weil ich ja 21 Schaden mache. Ja, genau, habe ich aber gesagt, 150. Ja, das sagst du jetzt einfach. Außerdem, mit dem Server hier mache ich 50 Schaden pro Schuss. Warum erinnert mich das gerade an Halloween? Apropos Halloween, du spielst doch auch Team Fortress, oder? Ja, zufällig. Du weißt nicht zufällig schon irgendwas vom Halloween-Special dieses Jahr, oder? Nein, ich meine, habe nie was so von dem Halloween-Special gehört. Meramus, Monoculus, der kopflose, pferdlose Reiter. Der kopflose, pferdlose Reiter. Vollmond. Die Special Halloween Items. Wurde verflucht Seelen. Unter Vollmond kann man auch was anderes verstehen. Ja. In Team Fortress bedeutet es, dass, weil viele traurig waren, dass sie die Halloween Items nur an Halloween benutzen konnten, man gemacht hat, dass man die auch an Vollmond benutzen kann. Wie der immer noch unter mir hochkommt, ey. Das ist voll Mobbing hier. Daneben. Ey. Ah, jetzt ist er wieder. Was war das? Das war der Häcksler. Häcksler-Mais. Au, ich bin tot. Neu von Häcksler. Sag mir nicht, du stirbst bei diesem Maiskolben. Lass mich sagen. Ich hab dich wiederbelebt. Wenn du dann stirbst, ist nicht meine Schuld. Und du bist an dem Typen gestorben. Nicht ich. Du darfst wieder reden. Okay, noch eine Runde versuchen? Ja, sicher. Du Maisboss. Gut ist ja, wir starten direkt an den. Oh, wusste ich gar nicht. Nee, wusstest du gar nicht, wir sind hier schon drin. Hätten wir uns vielleicht Heiltränke holen sollen? Nein. Okay. So stark ist der jetzt auch nicht. Wir haben ja die ganze Zeit vorher auch keine gebraucht. Au. Und ich habe jetzt mehr Stärke schon wieder. Ja, ich habe auch mehr Stärke. Aber schlauerweise nicht mehr Zauber, obwohl das die einzige Sache ist, mit der ich ständig kämpfe. Wir sollten nicht immer nur auf einem Punkt laufen. Deswegen trifft er uns meistens. Mhm. Ich wusste nicht mal, ob ich den gerade getroffen habe. Es
Sag mal, kann der eigentlich seine Blätter als Schild benutzen? Sind das Blätter? Ja, was denn sonst? Ich habe nie gedacht, dass Mais Blätter hat. Ist ja, das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Okay. Anatomisch gesehen, wenn man das bei Mais sagen kann, sind es Hülsen. Ja, siehst du. Das Blätter will ich die nicht bezeichnen. Und die Bäume hier im Hintergrund? Die haben auch nicht alle Blätter. Man sieht den Herbst, also Halloween. Ich überlege gerade. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den Begriff anatomisch für Mais benutzen würde. Für Menschen. Wie? Willst du etwa behaupten, Mais ist kein Mensch? Du nutzt den wahrscheinlich nur so, weil der Mais hier lebendig ist. Ach, genau. Komm. Au. Ich glaube, das Spiel ist leiser. Warum macht dein... Ja, sag mal, warum macht dein Zauber so coole Geräusche? Der macht... Oh. Deiner macht doch die coolen. Meiner macht doch... Deiner macht... Faum. Echt? Meiner macht nur klick. Bei mir kommt ein cooler Geräusch, wenn er den trifft. Da kommt ein cooler Geräusch. Wie hat er mich hier hinten getroffen? Der hat halt einen langen... Was weiß ich. Ich bin ja gegen dich geflogen, oder nicht? Oh. Du kannst gegen mich fliegen? Ja, das geht auch bei Gegnern. Wenn du einen Gegner gegen einen anderen kickst, dann wird er... Komm. Ich hatte einen Zauber... Du hattest einen... Hä? Bin ich der Einzige, der sich gerade fragt, wie du vorhin gestorben bist? Ich bin gestorben, weil ich dich gerade geheilt habe. Ach so. Ah. Boah, langsam nervt das Scheißvieh. Ja. Verreck. Au. Einfach ganz schnell auf Y drücken, muss gar nicht... Genau, zielen. Nada. Genau. Ich hab grad nada. Das Tolle ist ja an dem Boss, der hat sehr viel Detail, weil ja, in dem fällt das Dingens ab. Das nur erwähnen wir jetzt. Das werden die Leute auch noch gar nicht bemerkt haben, dass er seinen Mais verliert. Ich erwähne es nur, um cooler da zu stehen. Über die Logik, dass der Mais sich dann instant in Popcorn verwandelt, wenn er von ihm runterfällt. Kann man sich jetzt ja noch streiten. Wir haben es ja lieber unlogisch. Ja. Er ist erledigt. Wie zum Beispiel die Tagesnachrichten. Die sind auch sehr unlogisch. Mhm. Danke. Tot. Sag mal. Komm. Ach, daneben. Wie der überhaupt keinen Schaden nimmt. Das war daneben. Ah! Imperator! Der kann auch mal nach rechts angreifen, wusste ich gar nicht. Hä? Der hat gerade nach rechts angegriffen, der hat mich die ganze Zeit nur von links angegriffen vorher. Ah. Endlich bist du tot. Wieso kommt da jetzt so viel raus? Obwohl eben... Der hat überhaupt nichts mehr. Oh. Gemüsehorn. Und da bringt er mir natürlich und nicht dir. Warum? Ich bin Spieler 1, warum bringt er das dir? Ich hab den besiegt. Wie man gesehen hat. Ich hab den Blitz reingejagt, der ihn besiegt hat. Ja, guck doch, da steht doch, einen besiegt. Ah, du hast ihn besiegt, aha. Und wir haben jetzt gleich 20 Minuten aufgenommen. Ja, stimmt, wir können die Aufnahme beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.